Halt mal wieder hoch. Alles für den Bandnähen. Ich werde mal weiter zurück. Moinke, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich euch ein paar Bücher vorstellen, die ich in den letzten, ich glaube in diesem Jahr gelesen habe und meine Meinung dazu rausgeben, genau. Spoiler Alert oder vorab sage ich hier schon mal, ich bin keine Leseratte gewesen. Also sagen wir mal so, ich habe Lesen zu meinem Hobby gemacht und das mit 25. Ja, denn ich hatte mir gedacht, so mit 25 hatte ich irgendwie nie so wirklich ein Hobby gehabt, außer singen und Musik hören und schlafen. Ist immer noch so geblieben, nur mal so. Aber ich dachte mir, ich muss irgendwie ein neues Hobby für mich finden. Und dann habe ich das Lesen angefangen und Gitarre zu spielen. Ja, aber diesem Thema geht es jetzt ums Lesen. Und die Bücher, die ich euch jetzt präsentiere, sind eigentlich eher so Bücher, das sind schon eher so eine leichte Kost, würde ich sagen. Erstmal um als zum Lesen reinzukommen. Also falls du auch ein Leseanfänger bist, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Starten wir mit dem ersten Buch, den ich gelesen habe. Und das hatte ich eigentlich mal früh angefangen zu lesen. Also schon bevor ich mir gedacht habe, ich muss mal ein neues Hobby suchen. Und zwar ist das dieses hier. Good Vibes, Good Life von Vex oder Wax King, keine Ahnung. Das hat mir meine Mutter mal zum Weihnachten oder zum Geburtstag geholt, weil ich das unbedingt haben wollte, weil ich viele Resonanzen dazu gehört, gelesen, gehört, wie auch immer habe, zum Selbstbewusstsein zu pushen. Also ganz viel mit Selbstliebe hat das auch zu tun und beigebracht zu manifestieren. Also manifestieren, da verlinke ich euch gerne mal hier ein Video von mir, wie ich manifestiere. Das hat mich, dieses Buch hat mich halt wirklich dazu gebracht zu manifestieren und ein positives Denken im Leben einzunehmen, weil ich ein sehr pessimistischer Mensch bin und immer alles negativ sehe. Und ich, ohne Witz, um auch hier zu spoilern, mein positives Denken hat mich in den letzten 3 Jahren sehr vorangebracht. Ihr würdet es mir nicht glauben. Ich bin nämlich eigentlich ein Mensch, der eine Depression hat. Und ja, positives Denken und Manifestieren hat mich sehr, sehr weit gebracht. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, dieses Buch kann ich euch nur sehr empfehlen. Es ist halt sehr belichtet. Ihr könnt das nicht wirklich sehen. Ah, jetzt so. So muss ich es halten, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mit eurem Selbstbewusstsein am Struggeln seid und auch ein pessimistischer Mensch seid, dann müsstet ihr es eigentlich schon längst gelesen haben, ihr Süßen. Mein zweites Buch, und zwar ist das dir das Bootshaus. Auch schon mal hier als Spoiler, ich lese sehr gerne so Krimi und Thriller und Horrorbücher. Also falls das auch so dein Ding ist, dann let me know. Und gerne auch, falls ihr Bücherempfehlungen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe 2 Bücher nämlich im Kopf, die ich unbedingt haben muss. Einmal irgendwie Valaine heißt der, glaube ich. Und einmal Fairity, wenn ich mich irre, wenn ich mich richtig in der Aussprache halte. Aber ich verlinke euch mal hier, oder ich zeige euch mal hier so 2 Bilder, welche Bücher ich meine. Die muss ich nämlich unbedingt haben. I doubt it. I doubt it, sage ich auch hier zu jedem zweiten Satz, obwohl es keinen Sinn macht in der Formulierung, aber ist ja auch egal. Ja, wie gesagt, kommen wir jetzt zum zweiten Buch und das ist das Bootshaus. Das ist eher so ein Krimi, würde ich sagen. Ich lese euch mal die Beschreibung da hinten durch. Da vielleicht könnt ihr euch ja dann denken, so ist das vielleicht so meins und vielleicht nicht. Und zwar, ein märchenhafter Sommer auf dem Land gerät für Alma zum beklemmenden Albtraum. Eines Nachts hört sie die Stimme ihres toten Bruders. Glühwürmchen schreiben ihren Namen an den schwarzen Himmel und führen sie zu einem verfallenen Bootshaus. Dort erscheint einmal die Leiche eines Mädchens. Bleich und hohlaugig steigt Linda aus dem dunklen Wasser. Sie verlangt nach Rache. Ja. Das ist ein sehr dünnes Buch, also sehr zu empfehlen, wenn man gerade erst anfängt mit dem Lesen. Und die Storyline tatsächlich finde ich gar nicht mal so schlecht. Und so wie das formuliert wurde, so, ich mag ja dieses Kruse, ne? Also auch wie es formuliert wurde, ich kann nicht so viel sagen, sonst spoilere ich euch hier alles. Aber ich finde das sehr, sehr, schon recht gut detailliert beschrieben, diese, wie soll man es jetzt nennen, Monster, Geister, wie auch immer. Finde ich sehr gut beschrieben und hin und wieder wurde auch so ein kleiner Schocker gebaut, was ich ganz cool finde. Wie gesagt, auch sehr schnell zu lesen. Kann ich für den Anfang eigentlich total empfehlen.
Hier hinten steht zwar der Preis drauf, mit 8 Euro finde ich voll in Ordnung. Ja, kann ich eigentlich empfehlen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, und da kenne ich schon die Dokumentation zu, da kenne ich den Film zu, und zwar ist das Buch von Natascha Kampusch, 3096 Tage. Ja, ich glaube, jeder, der die Geschichte von Natascha Kampusch kennt, das ist ja halt so, ein junges Mädchen wurde damals als Kind entführt und halt 3096 Tage in einem Verlies eingesperrt. Ich glaube, jeder kennt die Geschichte. Brauche ich euch eigentlich nicht zu erzählen. Jeder, der die Doku dazu kennt, kann sich gerne mal dieses Buch lesen, durchlesen, wenn er will. Das passt eins zu eins dazu. Ich finde aber, hier ist das nochmal schöner und detaillierter beschrieben, wie sie zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist. Und auch nicht nur diese Misshandlungen würden da beschrieben, sondern auch, wie sie versucht hat zu überleben. Und ich finde diese Frau einfach so krass. Es ist so, so, so krass, wie sie das geschafft hat. Einfach wirklich unglaublich. Also, wow, diese Frau. Wow. Also kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Kommen wir zum vierten Buch insgesamt eigentlich. Und zwar ist das Tote Mädchen lügen nicht. Ihr kennt wahrscheinlich auch die einigen, die Serie davon. Das hier ist die erste Staffel. Ich habe tatsächlich auch nur intensiv die erste Staffel geguckt. Ich fand, die anderen Staffeln danach waren irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie hat es nicht mehr so wirklich gewiped, so mit dem Titelnamen, finde ich. Tote Mädchen lügen nicht, weil, weiß ich nicht. Irgendwie, es war nicht mehr so wirklich mein Geschmack. Und die erste Staffel hat mich wirklich geschockt, weil eigentlich hätte ich gedacht, also ich habe mir unter Tote Mädchen lügen nicht irgendwie was total anderes vorgestellt. Und was dann am Ende daraus geworden ist, crazy. Auf jeden Fall, das Buch zu der Serie ist eigentlich auch eins zu eins, nur es ist irgendwie, wenn man es liest, ist es irgendwie ein ganz anderer Vibe, weil man die Gefühle von der Person werden irgendwie viel verdeutlichter, obwohl ich bei der Serie eigentlich auch schon kurz vorm Heulen war, aber bei diesem Buch war ich am Heulen, bin ich ehrlich zu euch. Weil Hannah's Story ist einfach total traurig. Muss man so sagen. Aber auf jeden Fall, jeder, der die erste Staffel gesehen hat und auch das Buch dazu mal lesen möchte, ich kann es auch nur empfehlen. Vom Seitenumfang her finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja, wie es auch geschrieben ist, finde ich auch richtig gut. Kommen wir zum fünften Buch, was ich dann auch endlich mal. Nee, ich glaube, den habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Das Buch wollte ich nämlich auch schon eine längere Zeit haben, weil es eigentlich auch genauso mein Ding ist: Krimi und sowas. Und zwar ist das Buch von Michael Zokos mit kalter Präsention, ein Rechtsmedizin-Thriller. Das hat dementsprechend auch ein bisschen mehr Seiten. Aber ich finde, so gut wie es geschrieben ist, also es sind nicht zu krasse Fachwörter in diesem Buch vorgekommen, wo ich mir dann so denken würde, so, wovon redet der jetzt? Nee, der hat, also es hat ein Arzt geschrieben, muss man so dazu sagen, jeder, der es nicht kennt, es hat ein Arzt geschrieben. Man würde halt, wie gesagt, denken, ein Arzt würde da viel mehr Fachwörter benutzen, aber er hat da sehr nicht fachlich die Dinge beschrieben. Und ich fand das Buch wirklich sehr, sehr, sehr mega. Es ist einer meiner Lieblingsbücher und ich muss echt ein bisschen sparen, weil das Buch hat jetzt hier 16 Euro gekostet. Das geht eigentlich noch. Manche Bücher sind teurer, aber ich bin halt auch einfach ein geiziger Mensch, was Geld angeht. Da werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal versuchen, noch die anderen Bücher von ihm zu besorgen, nachdem ich mir die anderen zwei Bücher, die ich euch hier gezeigt habe, geholt habe und gelesen habe. Ja, also Michael oder Michael Zokos kann ich die Bücher auf jeden Fall wirklich empfehlen. Die Storyline ist mega. Soll ich euch kurz erzählen, was da drin vorkommt in dem Buch? Doch, ne? Wenn ich es bei den anderen mache, mache ich das auch bei denen. Eine Rechtsmedizinerin, Dr. Sabine Chow, wird zum einen Tatort eines Mordes gerufen. Die Frau des renommierten Berliner Schönheitschirurgs Roderich Kracht wurde in ihr, wurde in, was? Chirurgen Roderich Kracht wurde in ihrer Villa stranguliert. Ich weiß jetzt nicht, warum da steht, der Mann steht, vielleicht irre ich mich so wieder. Einbruchsspuren gibt es keine. Und Kracht hat für den festgestellten Todeszeitpunkt ein wasserdichtes Alibi. Bei der Obduktion taucht allerdings eine unerklärliche Diskrepanz auf. Das Studium der Totenstarre und der errechnete
Todeszeitpunkt stimmen partout, ich kann nicht aussprechen, nicht überein. Ein rechtsmedizinisch Warum, das ist auch wieder Warum, habe ich noch zuvor noch nie gehört. Hier ein bisschen Bildung im Kopf holen, ne? Ja, die Story, wie gesagt, fand ich sehr, sehr geil. Weil ich am Ende so überlegt habe, wer könnte das gewesen sein? Wer könnte das gewesen sein? Und ich hätte anfangs nicht gedacht, dass das die Person ist, die ich denke, dass es ist. Nee, dass es die Person ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie es ist, weil das irgendwie, wie gesagt, vom Alibi her ja eigentlich nicht gepasst hat. Und am Ende wurde ich ge. Leute, wirklich. Richtig gutes Buch. Richtig gutes Buch. Kommen wir zum nächsten, um uns nicht so lange aufzuhalten. Das Video muss ein bisschen schneller gehen. Ich finde Videos, die zu lang gehen, ist manchmal auch einfach doof. Kommen wir zu diesem Buch, wo ich direkt schon sagen kann, dass das mich einfach nicht gekickt hat. Das Seitenumfang ist okay, würde ich sagen. 14 Euro hat es gekostet gehabt. Und zwar ist das das Stiefkind. Das ist ein Psychothriller. Also an sich ist die Storyline okay. Ist nicht schlecht. Aber ich fand es auch jetzt nicht so wirklich cool. Denn ich lese euch vor. Ein traumhaftes Leben, Leben malt sich Rachel aus, als sie mit ihrem neuen Mann und dessen Sohn in deren Herrenhaus in der Cornwall zieht. Doch der neunjährige Jamie ist nicht wie andere Kinder. Er scheint zu sehen, was die nahe Zukunft bringt. Und das ist Rachels Tod. Ja, also wie gesagt, die Story, das kann man einmal lesen, aber wenn man es einmal gelesen hat, dann ist der Vibe einfach raus. Es ist so zwiegespalten für mich, weil manche Kapitel waren so hardcore boring und dann waren da wieder Seiten, da waren die richtig nice zu lesen. Und dann waren da wieder Seiten, so das war so Wechselbad für mich, weil hin und wieder dachte ich mir so, nee, kommt jetzt endlich mal was Interessantes oder diese Szene hätte man irgendwie auch anders einbauen können, ein bisschen kürzer vielleicht auch. Und ja, wie gesagt, aber eigentlich war die Story so ganz cool, aber einmal lesen und dann anderes, also ein zweites Mal wäre das jetzt für mich persönlich nicht nötig gewesen. Das nächste Buch ist diesmal ein Roman. Es steht zwar nur ein Roman drauf, aber ich finde, das ist schon auch ein Thriller. Und zwar ist das Träume süß, mein Mädchen. Ich finde, das Cover ist ja schon mal mega schön, ne? Ich lese euch eben vor. Jamie Kellogg lebt in Florida und hat mit Männern bisher kein Glück gehabt. Alles andere sich jedoch, als sie. Ich lese richtig schlecht vor, es tut mir leid. Alles ändert sich jedoch, als sie Brad Fisher begegnet. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie das Gefühl, wirklich verstanden und geliebt zu werden. Als die beiden wenig später zu einer Reise aufbrechen, ist Jamie überglücklich. Doch dann kann sie nicht ahnen, dass ihr ein wahrer Abstieg in die Hölle bevorsteht. Dieses Buch ist auch so für mich so ein Wechselbad gewesen. Es hatte auch ein paar Kapitel, da war was richtig interessant und dann waren da ein paar Kapitel, wo ich dachte, na, das hättest du auch kürzer schreiben können, mein Lieber. Aber die Story an sich finde ich auch ziemlich gut. Denn auch um zu spoilern, das wird nämlich hier irgendwie nicht richtig erklärt, geschieht da ein Mord und wenn ein Mord darin vorkommt, ist das für mich schon ein Thriller. Ja, und mit Stalking und alles hat das ja auch mehr oder weniger was zu tun. Fand ich richtig interessant, auch die Geschichte. Aber wie gesagt, langweilig geschrieben an manchen Kapiteln, wo man es hätte kürzen können irgendwie. Und dann waren da wieder Kapitel drin, die waren richtig interessant. Ja. Kommen wir zum letzten Buch und das hat mich tatsächlich auch gar nicht umgehauen. Und zwar ist das dieses Aschebuch, das ist so eine Buchreihe. Ich hatte irgendwie, ich glaube, meine Mutter oder meine Schwester hat das Buch hier gehabt. Und das Cover, muss man ja schon sagen, sieht schon ziemlich nice aus. Dieses Bild würde ja schon erahnen, dass es vielleicht möglicherweise um Vampire geht, weil hier ist eine Frau mit sehr schönen Augen und dann sind sie auch noch rot. Ich war der Meinung, es könnte um Vampire gehen. Und eigentlich ist das ja nicht so meine Nische, die von Büchern, die ich gerne lese. Aber ich dachte mir, komm, traust du dich trotzdem mal ran. Man muss ja auch manchmal irgendwie mal ein paar andere Bücher ausprobieren, dachte ich mir. Ja, ich kann dir eben erklären, was in diesem Buch steht. Jetzt beginnt die letzte Schlacht. Diese Worte raunt Ruthie ihrer Pflegetochter Elisabeth Phoenix zu, bevor sie stirbt. Tage später erwacht Liz im Krankenhaus, heimgesucht von düsteren Visionen. Das hat es mit Ruthie geheimnisvollen Worten auf sich. Und warum taucht ausgerechnet jetzt Liz Ex-Geliebter Jimmy Sanderson wieder auf? Unversehens gerät die ehemalige Polizistin zwischen die Fronten eines Krieges, übernatürliche Mächte und die wieder erflammte Leidenschaft für Jimmy führt nicht nur Liz an den Rand des Abgrundes. Ja, so, wie gesagt, ich mag, tatsächlich habe ich so für mich festgestellt, ich wusste schon vorher,
Aber ich mag solche Charaktere oder auch in Filmen mag ich es nicht so gerne. Stories über Wölfe, Vampire. Außer Van Helsing finde ich es ziemlich gut. Da geht es ja um Vampire. Aber bisher hat es mich nie gecatcht, so Fantasy oder Thriller oder Psycho oder irgendwas zu sehen mit Vampiren, Wölfen oder sonst was. Da cringe ich mich tatsächlich immer weg. Und hier kommt es auch Vampire und Wölfe vor. Wie gesagt, hat mich gar nicht gecatcht. Die Story an sich auch gar nicht gecatcht, bin ich ehrlich zu euch. Also, das Ende hat mich. Ich stand da wirklich so im Leeren. Das hat mich nicht irgendwie befriedigt, ne? Muss ich zu euch sagen. So. Außer die spicy Stellen hier fand ich das Buch ganz ehrlich. Viele haben gesagt, das ist ein richtig gutes Buch oder die Reihe an sich soll sehr gut sein. Aber mich persönlich hat es gar nicht abgeholt. Gar nicht. Und ja. Also von mir sagt, kommt eine klare, keine Empfehlung. Seiten ist okay. Ja, war relativ schnell runterzulesen, fand ich. Weil das wörtlich formuliert sehr einfach war und die Story halt so boring war. Also ja, da war vieles los, aber das wurde mir tatsächlich dann doch ein bisschen zu kurz gehalten. Da wurde formuliert sozusagen, da wurde gerade gekämpft, bla bla bla, ist passiert, fertig war. Dann ging es wieder um diese Liebe zwischen Jimmy und Liz. Und dann war da wieder keine Liebe, dann ist sie zu jemand anderem gegangen, dann war da Liebe und das ist nicht so mein Vibe. Das ist nicht so mein Vibe. Deswegen ein von mir, ein nein. Ja, Süßen, das waren die Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst es mich wissen, wenn ich öfters solche Videos drehen soll. Wie gesagt, schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, welche Bücher ihr gelesen habt und ihr mir empfehlen könntet, nach dem Wissensstand, den ihr jetzt von mir habt. Da würde ich mich sehr freuen. Gerne vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls du neu auf meinen Kanal gestoßen bist. Da würde ich mich mega freuen, wenn du ein Teil meiner Community sein wollen würdest. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.